Redstone Dust ist laggy. Aber warum? Immer wenn man einen Redstone Dust einschaltet, entstehen 25 Block-Updates. Denn im Umkreis von 2 Blöcken werden alle Blöcke einmal geupdatet. Aber ich will dabei jetzt nicht genauer ins Detail gehen. Und das ist sogar noch relativ wenig im Vergleich zu den 375 Block-Updates, die entstehen, wenn man einen Redstone Dust ausschaltet. Denn das Redstone schaltet sich nicht einfach nur aus, nein, das wäre ja viel zu effizient. Sondern es geht von Stromstärke 15 auf 14 auf 13 bis runter zu 0. Das heißt, für jede Veränderung werden 25 Block-Updates ausgeführt. Und so kommt man auch auf die 375. Das bedeutet, alleine wenn man ein Redstone Dust ein- und ausschaltet, entstehen 400 Block-Updates. Aber bevor ich jetzt genauer ins Detail gehe, will ich erstmal noch ein paar Begriffe erklären. TPS bedeutet Ticks per Second und bestimmt, wie oft Items, Blöcke und Entities in der Sekunde geupdatet werden. Normal sind da 20 TPS. MSTP bedeutet Milliseconds per Tick. Wenn die MSTP über 50 geht, dann fällt die TPS und der Server fängt an zu laggen. In meiner Welt ist die MSTP 1 bis 2. Aber jetzt geht es weiter mit dem Video. Ich bin gerade das Video am Schneiden und mir ist aufgefallen, dass ich die ganze Zeit MSTP statt MSPT gesagt habe. Aber ich glaube, das interessiert gerade sowieso keinen, also weiter geht's mit dem Video. Das hier ist eine einfache Lag-Maschine, aber auch eine relativ effiziente. Denn ich habe mir einfach mal eine Mod installiert, mit der ich mir die TPS und die MSTP anzeigen lassen kann. Und wenn ich jetzt mal die Lag-Maschine aktiviere, dann wird man schnell sehen, die MSTP geht hoch. Und sobald sie 50 erreicht, dann fällt die TPS und man merkt, das Redstone ist schon um einiges langsamer. Aber es gibt ein paar schlaue Menschen, die Mods programmiert haben, um die Performance von Redstone zu verbessern. Einer davon ist Alternate Current. Und wenn ich die jetzt einfach mal aktiviere, dann sieht man, die TPS geht wieder hoch, die MSTP geht runter und das Redstone läuft wieder normal. Denn in Alternate Current wurde Redstone komplett neu programmiert und hat nicht mehr dieses Verhalten, dass wenn man es ausschaltet, dass es durch jede einzelne Stromstärke bis nach 0 runtergeht. Und wenn ich jetzt einfach mal die riesige Lag-Maschine einschalte, dann wird man schon sehen, dass die MSTP hochgeht, aber lange nicht hoch genug, damit die TPS fällt.